Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von TV Mürz. Aber wir leben ja auch in einer besonders herausfordernden Zeit. Ja, die Maßnahmen der Bundesregierung sind bis zum 13. April verlängert und das erfordert von uns allen Disziplin und Geduld. Passen Sie auf sich auf. Dazu gehört natürlich auch das Einkaufsverhalten. Viele Menschen haben schon in den letzten Jahren ihr Einkaufsverhalten umgestellt auf regionale Produkte. Der Mürzer Bauernmarkt ist das beste Beispiel dafür. Und die gute Nachricht, er hat weiterhin für Sie geöffnet. Kommen Sie mit mir, mit dem notwendigen Sicherheitsabstand natürlich, mit auf einen Streifzug durch den Mürzer Bauernmarkt. Jeden Samstag von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr werden beim Mürzer Bauernmarkt am Stadtplatz Qualitätsprodukte direkt vom Erzeuger angeboten. Auch in Zeiten der Corona-Krise. Die heimischen Erzeuger liefern nach wie vor Fleisch- und Wurstwaren, Milch- sowie Käseprodukte, frisches Bauernbrot, selbstgemachte Aufstriche, Obst und Gemüse und viele weitere Produkte. Somit ist in schwierigen Zeiten die Lebensmittelversorgung absolut gesichert. Frische und regionale Produkte sind in großem Ausmaß verfügbar. Und es werden auch sehr gerne noch Vorbestellungen für Osterspezialitäten entgegengenommen. Die heimischen Produzenten bieten vom Osterfleisch bis zur Osterbinse alles an. So ist es auch in schwierigen Zeiten ganz einfach, frische und regionale Ware zu beziehen. Natürlich mit dem notwendigen Abstand. Mürzer Bauernmarkt, jeden Samstag von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr am Stadtplatz. TV Mürz versucht natürlich auch Sie am Laufenden zu halten. Und deswegen ist unser nächster Beitrag eine Zusammenfassung der wichtigsten Beiträge des neuen Informationskanals Mürz macht Info, der täglich 24 Stunden lang für Sie läuft. Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf unserem Kanal Mürz macht Info. Die ersten paar Tage in Isolation sozusagen haben wir bereits hinter uns gebracht. Unser Ziel ist es, Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger von Mürz Zuschlag, Hönigsberg und Ganz, immer mit brandaktuellen Informationen aus unserer Stadt zu versorgen. Hier berichten wir nicht über jene Themen, die Sie bereits aus sämtlichen Medien kennen, sondern über unsere Probleme, über unsere Möglichkeiten, über unsere Stadt. Wir starten mit einer Videobotschaft, die uns erreicht hat vom Bürgermeister Karl Rudischer. Liebe Mürzzuschlagerinnen, liebe Mürzzuschlager, ich hoffe, Sie sind gesund und kommen mit den jetzt notwendigen, für uns alle gültigen Einschränkungen und Maßnahmen gut zurande. In Mürzzuschlag selbst gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt, Gott sei Dank, keinen einzigen sogenannten Fall. Dass das auch so bleibt, das liegt in unserer Verantwortung. Wir müssen uns an die Maßnahmen halten, müssen möglichst zu Hause bleiben und gemeinsam die schwierige Situation bewältigen. Informationen für jene, die Hilfe brauchen, für Einkäufe, für die Medikamente oder sonstige Dienste, gibt es im Internet, gibt es in sozialen Medien, auf der Homepage der Stadtgemeinde. Aber natürlich gibt es auch viele Menschen, die nicht so vertraut sind mit dem Internet und eben diesen Informationsmöglichkeiten. Und speziell für jene hat die Stadtgemeinde ein Informationsblatt kurzfristig zusammengestellt. Hier finden Sie wichtige Telefonnummern, hier finden Sie Informationen, die Sie vielleicht benötigen können, um den Alltag gut zu schaffen. Selbstverständlich steht Ihnen auch die Stadtgemeinde und auch ich persönlich jederzeit gerne zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und alles Gute. Ja, liebe Mürzzuschlagerinnen und Mürzzuschlager, das Coronavirus bestimmt derzeit unser Leben. Leider auf Art und Weise, die wir nicht so gewohnt sind, nämlich in starken Einschränkungen. Und auch solche Einschränkungen gibt es im Bereich des Bürgerservice, über die ich heute berichten möchte oder informieren möchte, sofern sie nicht schon bekannt sind. Vor allem in unseren Außenstellen ist es der Betrieb zum Erliegen gekommen. Das heißt, unser Freizeit- und Erholungszentrum des Vivax ist schon zugesperrt bis auf Weiteres. Ebenso die Stadtbücherei, wobei hier gleich zu erwähnen ist, wenn jemand jetzt Sorge hat um seine Bücher, die er nicht zurückgeben kann und wegen anfälliger Kosten, da wird natürlich nichts entstehen. Sobald wieder offen ist, dann gibt man ganz normal seine Bücher zurück. Und auch wer noch Kartengelder ausständig hat von der abgesagten Veranstaltung vom Schottenberg, auch die
werden nachträglich natürlich, sobald wieder offen ist, ausbezahlt. Ebenso geschlossen hat unser Jugendkulturzentrum das HOT. Auch unsere Freisportanlage ist für den Trainingsbetrieb und für jegliche Benutzung gesperrt. Und auch in der Johannes-Brahms-Musikschule wird der Unterricht derzeit nicht vor Ort wie üblich abgehalten. Auch hier ist der Betrieb eingestellt. Es gibt jedoch Bereiche, die offen halten müssen, aber auch hier gibt es Einschränkungen, so zum Beispiel bei uns in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Kinderbetreuung ist ein wichtiger Bestandteil, damit unsere Gesellschaft auch in diesen Krisenzeiten aufrechterhalten werden kann und soweit den Betrieb aufrechterhalten kann, wo er nötig ist. Und daher gibt es auch vorgeschrieben vom Land eigene Bedingungen, damit jemand sein Kind in den Kindergarten bringen kann und die Betreuung dort stattfinden kann. Denn auch hier gilt so wenig Sozialkontakte wie möglich. Das heißt, wenn es nur irgendwie nicht geht, dann das Kind in den Kindergarten geben. Und hier sind spezielle Berufsgruppen vor allem hervorgehoben und nur für die gilt es. Und zwar für Ärztinnen und Ärzte sowie weiteres medizinisches Personal, für das Pflegepersonal, für Personal von Blaulichtorganisationen und Mitglieder von Einsatz- und Krisenstäben. Ebenso von Personen, die in der Versorgung tätig sind. Wir dürfen nicht vergessen, alle unsere Verkäuferinnen und Verkäufer in den Lebensmittelmärkten, die für uns wichtig sind, damit wir in Zukunft auch mit den wichtigsten Dingen, nämlich mit Essen und Trinken zu versorgen sind, die sind natürlich davon auch betroffen. Ebenso die Angestellten in Apotheken und in allen anderen Geschäften, die derzeit noch offen haben. Mitarbeiter von öffentlichen Verkehrsbetrieben und eben auch Pädagoginnen, Pädagogen und Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher. Also überall dort, wo Kinder von solchen Eltern sind, wo es keine Möglichkeit gibt, sie ihren Haushalt zu betreuen. Und hier gilt es auch zu vermeiden, dass man sie zu Großeltern gibt. Denn wir wissen, Personenkreis über 65 plus sind auch eine Risikogruppe. Das heißt, bitte dorthin die Kinder nicht geben. Aber ansonsten schauen, dass die Kinder zu Hause betreut werden. Wie gesagt, für diese Ausnahmen, die ich vorher genannt habe, sind unsere Kinderbetreuungseinrichtungen, also die drei Kindergärten, der Hort, geöffnet. Das Gleiche gilt für unsere Schulen, also die Pflichtschulen, das sind unsere Volksschulen und unsere neue Mittelschule, aber auch im Hertha-Reich-Gymnasium wird so eine Betreuung angeboten. Erwähnen möchte ich auch noch Essen auf Rädern, das ist auch eine ganz wichtige Serviceeinrichtung unserer Stadt. Essen auf Rädern wird weiterhin fortgeführt, allerdings mit einer kleinen Einschränkung, dass die Essensübergaben, also die Boxen, die hier übergeben werden, nicht mehr in den Räumlichkeiten und in den Wohnräumlichkeiten stattfindet, sondern die Übergabe entweder am Gang, vor der Tür oder vor dem Eingang, wenn es ein Privatfamilienhaus ist. In dem Sinn kann ich nur wünschen, gesund bleiben, achten Sie auf sich, achten Sie auf die Sicherheitsabstände, die immer predigt werden und alles, was dazugehört. Ich glaube, dann gelingt es sicher möglichst schnell, diese Einschränkungen wieder von uns wegzubringen und dass ein normales Leben wieder beginnen kann. Noch einen schönen Tag. Liebe Mürzzuschlagerinnen und Mürzzuschlager, ich begrüße Sie aus dem Rathaus. Der Parteienverkehr wurde zwar eingestellt, wir sind aber trotzdem für Sie da. Telefonisch und per E-Mail sind wir erreichbar. Wir haben euch ein Informationstelefon eingerichtet, das Sie unter der Mürzzuschlagernummer 2555 555 erreichen. Anliegen in schriftlicher Form können Sie im Briefkasten am Eingang zum Rathaus einwerfen. Allgemeine Verwaltungstätigkeiten werden weiterhin für Sie erledigt. Die Grundversorgung mit Wasser und die Müllentsorgung sind ebenfalls sichergestellt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz besonders meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die in dieser schwierigen Zeit großen Einsatz zeigen. Persönlich wünsche ich auch Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Ja, hallo, ich möchte wieder auf unsere Seite mürz.info hinweisen, wo man jene Unternehmen findet, die sich bereit dazu erklärt haben, einen Zustellservice für ihre Waren und Dienstleistungen anzubieten. Dieselben Betriebe findet man auch auf der Seite www.mürzzuschlag.at.
Diese Seite wird auch ständig aktualisiert. Immer mehr Betriebe kommen dazu, die man vielleicht in der Hitze des Gefechtes nicht ergänzt hatte. Mir ist ganz wichtig, dass man auch verweist, wir sammeln jetzt auch alle Daten von den Gewerbebetrieben, die durch ihren Reparaturservice zum Beispiel zur Verfügung stehen, beispielsweise im Bereich von Gas, Heizung, Wasser, die Firma Kneißl steht zur Verfügung und ist natürlich erreichbar, genauso wie Elektrotechnik Habermann, wird auch über Facebook noch einmal genauer beschrieben, dann einen Service anbieten für all jene Kunden, die Alarmanlagen der Firma haben, dass man da auch bei Störungen sich natürlich jederzeit melden kann und, und. Das heißt, wir sind bemüht, dass wir hier eine Informationskette aufbauen, was sie alles weiterhin gut an Serviceleistungen bekommen werden. Und finde es ganz, ganz toll, dass es so viele Hände gibt, die da gerade zusammenarbeiten, zusammenhelfen und aktiv sind. Der Infokanal ist ganz ein wichtiger Beitrag, wo wir diese Informationen kurz und schnell transportieren können. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie weiterhin zu Hause und gesund. Hallo, ich bin der Thomas von den Stadtwerken mit Zuschlag. Auch in Zeiten vor Corona garantieren wir Ihnen ein gutes Kabelfernsehen und eine zuverlässige Internetverbindung. Sollte doch mal Störung auftreten, sind wir im Service Center unter der Durchwahl 170 zum Erreichen und nach wie vor unser 24-Stunden-Bereitschaftsdienst unter der Nummer 038 52 20 26. Hallo, mein Name ist Thomas Spreizhofer. Ich bin bei der Stadtwerke mit Zuschlag für die Versorgung für Kabel-TV und Internet zuständig. Auch in Zeiten wie diesen bin ich am Tag und sollte es einmal notwendig sein, auch in der Nacht im Einsatz, um so weiterhin mit der besten Signalqualität für Ihr Fernsehen und Internet zu versorgen. Hallo, die E-Book Werkstatt für Fahrräder aller Art hat für Sie weiterhin geöffnet. Geben Sie Ihr Fahrrad nach telefonischer Vereinbarung vor unserer Werkstatt ab oder vereinbaren Sie eine Abholung. Sie erreichen uns zu den üblichen Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 03852 2025 222. Ciao! An dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen, auffordern. Wie verbringen Sie den ganzen Tag? Wie geht es Ihnen? Wir versuchen, eine bunte Schau an kurzen Videobotschaften zusammenzustellen. Drehen Sie doch ein kurzes Handyvideo und schicken Sie es uns. Wie vertreiben Sie sich den ganzen Tag zu Hause? Gibt es jemanden, bei dem Sie sich bedanken oder den Sie grüßen wollen? Wie können Sie vielleicht anderen Menschen Mut machen? Machen Sie doch ein kurzes Handyvideo im Querformat, damit es auch unser Fernseher versteht, und schicken Sie es mir per WhatsApp oder per E-Mail. Die Infos sind hier eingeblendet. Hier. Na, echt jetzt. Hier eingeblendet. Beweisen Sie mit Ihren positiven Videos, dass die Welt nicht ganz so dunkelgrau ist, wie sie jetzt gerade erscheint. Gemeinsam geht's besser, glauben Sie mir das. Jetzt geht's aber weiter mit Videos aus unserer Stadt. Liebe Zuseherinnen und Zuseher dieser regionalen Initiative, wir sind in Tag mit Zuschlag. Ich bin momentan alleine in der Schule. Alle unsere Lehrerinnen und Lehrer und unsere Schülerinnen und Schüler sind bereits zu Hause und arbeiten von zu Hause aus. Wir haben die letzten Tage vor dem Wochenende intensiv genützt, um diese längere Phase des Fernunterrichts vorzubereiten. Es ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Unsere Schülerinnen und Schüler sind ohnehin auf das vorbereitet, dass wir immer wieder digitale Inhalte mit ihnen machen, mit ihnen durchgehen. Und aus diesem Grund war es für uns ein kleiner Schritt, dass wir das wirklich jetzt da leider nicht geplant auch im Echtzeitbetrieb hier durchführen müssen. Interessant war, die Arbeitsaufträge wurden ausgegeben und einige wurden bereits am Sonntag zurückgeschickt. Also es gibt auch einige ganz besonders fleißige, die hier ganz besonders nach vorne preschen. Das Wichtigste aber ist jetzt für uns alle, dass wir uns an die Regeln halten, die Regeln, die von der Regierung ausgegeben werden. Das heißt, dass wir möglichst wenigen sozialen Kontakt zueinander haben. In diesem Sinne, alles Gute, alles, alles Gute aus der Hackmes-Zuschlag und bleiben Sie gesund.
Die Schüler, wo sind die Lehrer? Gähnen die Lehrer in der Aula und auf den Gängen? Vielleicht im Konferenzzimmer. Ist offen. Leer? Nein, nicht ganz. Zwei Schüler sind anwesend und werden beaufsichtigt von einer Kollegin. Und ist auch der Herr Direktor anwesend? Ein Blick in sein Büro wird es zeigen. Er sitzt und korrigiert die VWAs. Hochverehrtes Publikum, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem kleinen Gruß aus der Johannes Brahms Musikschule. Auch wir haben in diesen Tagen den Unterricht ausgesetzt. Viele Projekte, Veranstaltungen, Konzerte mussten bis auf Weiteres abgesagt werden. Das Sekretariat, die Direktion in der Musikschule sind nicht besetzt. Wir Lehrerinnen und Lehrer betreuen unsere Schülerinnen und Schüler aber von zu Hause aus, über digitale Medien, über Skype, über WhatsApp. Es gibt viele Videos, es gibt viele Tonaufnahmen, die zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern hin und her geschickt werden. Es werden Kommentare verfasst, es gibt Unterrichtsmaterialien, die online zur Verfügung gestellt werden. Es findet also ein sehr reger musikalischer Austausch statt und der gerade in diesen schwierigen Tagen und Wochen für uns, denke ich, sehr, sehr wichtig ist. Auch Sie wollten wir ein bisschen über die Arbeit in der Musikschule informieren und auch die Europahymne am Anfang dieses Beitrages soll zeigen, dass wir uns gegen diese Krise stemmen werden und wir werden nach dieser Krise wieder in gewohnter Art und Weise als Musikschule für Sie, für unsere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Wenn Sie Fragen zu unserer Arbeit haben, dann erreichen Sie uns über unsere Website. Die Adresse finden Sie hier eingeblendet. Hier finden Sie auch die Telefonnummer, hier finden Sie die aktuelle Mailadresse und viele weitere Informationen. Sie können uns aber auch via Facebook kontaktieren. Und auch dort erhalten Sie regelmäßig aktuelle Informationen. Und gelegentlich ein Like würde uns sehr freuen. Vielleicht werden wir auch in den kommenden Tagen vermehrt Videos von Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen und Schülern dort posten, um ganz einfach Sie, unser geschätztes Publikum, unsere Fans der Musikschule, auf dem Laufenden zu halten. Der Stadtgemeinde Mürzzuschlag danken wir sehr herzlich, dass Sie in dieser schwierigen Zeit unsere Musikschule weiterhin in dieser Weise unterstützt und wir Lehrerinnen, Lehrer bemühen uns tatkräftig, zumindest den Unterricht face-to-face, den Präsenzunterricht, wie das so schön heißt in der Fachsprache, zu ersetzen. Natürlich sind auch wir und ist es auch für uns gewissermaßen ein Neuland
Und wir versuchen jetzt in diesen Tagen unsere Erfahrungen, die wir bereits gesammelt haben, im Bereich des digitalen Unterrichts auch umzusetzen. Aber wie erste Berichte bereits gezeigt haben in den vergangenen Tagen, funktioniert das sehr gut. Und viele unserer Schülerinnen und Schüler nehmen dieses Angebot auch wirklich an. Vielleicht melden wir uns in den kommenden Tagen wieder über diesen Infokanal. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie das können. Wir danken aber auch allen, die in diesen schwierigen Zeiten arbeiten, um ganz einfach das System, auf das wir alle angewiesen sind, am Leben zu halten. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wünsche Ihnen viel Musik und bleibt gesund. Herzlich willkommen, liebe Mütz-Zuschlager, liebe Mütz-Zuschlagerinnen. Das ist normalerweise meine Begrüßung im Supermuseum. Heute aber darf ich Sie hier aus meinem Homeoffice begrüßen. Wie so viele andere auch, muss ich von zu Hause aus arbeiten. Und wenn man sich denkt, naja, was hat die Frau Ogris zu tun? Das Museum hat zu, Besucher kommen keine. Ich kann Sie beruhigen, die Arbeit geht mir nie aus. Vielleicht ist es jetzt auch gerade eine Chance, Dinge zu erledigen oder sich mit Dingen intensiv zu beschäftigen, die im normalen Museumsalltag oft zu wenig Zeit finden. Ganz konkret möchte ich Ihnen heute ein Projekt vorstellen, das sich Infrahistory nennt. Das Infrahistory ist ein historisches Streckeninventar der Semmeringbahn von Glocknitz bis Mürzzuschlag und soll damit eben aufzeigen, welche Objekte vorhanden sind, was alles zur Semmeringbahn dazugehört. Und das sind um die 900 Einzelobjekte. Wenn man sich überlegt, wozu braucht man das? Die Semmeringbahn ist auf der Welterbeliste, ja, als erste Eisenbahnstrecke der Welt zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden. Sie steht unter nationalem Denkmalschutz als besonders schützenswert, als technisches Ensemble, als innovative Erneuerung in Mitte des 19. Jahrhunderts. Und trotzdem wird gerade heute oder seit den letzten Jahren intensiv in dieser Region gebaut. Wir alle wissen, der Semmering-Basistunnel entsteht. Und aus diesem Grund hat die UNESCO gefordert, dass eben ein solches historisches Streckeninventar erstellt wird. Ja, wir als Mütz-Zuschlag-Agentur und ich in Person als Leiterin des Südbahnmuseums haben diesen Auftrag bekommen. Und das macht mich natürlich ganz besonders stolz, diese wichtige Arbeit erledigen zu dürfen. Liebe Mütz-Zuschlagerinnen und Mütz-Zuschlager, wir durchleben gerade eine harte Zeit, die die Basis der Gesellschaft verändern wird, so prognostizieren auch die Zukunftsforscher. Wir vom Museum sind auch längst zu Hause im Homeoffice, aber wir haben zwar das Museum geschlossen, dennoch sind die Inhalte präsent und wir wollen ein paar besonders erzählenswerte Geschichten Ihnen auf diesem Kanal näher bringen, um vielleicht einen kleinen Beitrag auch leisten zu können, dass diese Tage für den einen oder anderen auch leichter fallen mögen. Grüß Gott, mein Name ist Brandl Hannes, ich bin Seelsorger im Pfarrverband Hönigsberg mit Zuschlag und Spital am Semmering. Der Coronavirus hat ja nicht nur unsere Gesellschaft verändert, sondern auch unser gesamtes pfarrliches Leben. Absagen der Gottesdienste ist die eine Sache, aber das Zweite, was uns wohl als Pfarre auch sehr schwer trifft, sind die Absagen unserer Sozialkontakte, die in unserem Pfarren stattfinden. Ob das die Jungscherstunden sind, das Ostertheater, die Erstkommunionvorbereitung, Firmenvorbereitung, Eltern-Kind-Runde und vieles mehr. All diese sozialen Zusammenkünfte in unserem Pfarren sind derzeit abgesagt. Wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger möchten für Sie aber als Pfarre trotzdem gerne erreichbar sein. Ein Austausch in dieser herausfordernden Zeit wird für Sie vielleicht vonnöten sein. So sind wir für Sie auch gerne telefonisch erreichbar. Unsere Telefonnummern sind unten im Insert eingeblendet. Die Katholische Kirche Steiermark hat eine Hotline auch eingerichtet unter dem Namen Du bist nicht allein. Auch da können Sie Seelsorgerinnen und Seelsorger erreichen. Aktiv werden wir als Seelsorger in der nächsten Zeit
auch Pfarrmitglieder bei Telefon anrufen, um so eine nachgehende Seelsorge in Zeiten der Herausforderung gewährleisten zu können. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die Zeit des Coronavirus. Die Versorgung mit den Dingen des täglichen Bedarfs ist uns natürlich allen ein Anliegen. Und dass die sichergestellt ist, dafür sorgen unsere Nahversorger und besonders wichtig die Bauernschaft in und um Mürzzuschlag. Ein herzliches Dankeschön für eure Arbeit und für die vielen Videos, die ihr uns geschickt habt. Ihr seid ein Wahnsinn. Daumen hoch. Sehen Sie dazu mehr. Grüß euch, ihr Lieben. Ich bin Sabine Rinhofer, ihr kennt mich, ich bin Obfrau von Naturgut Mürz und auch die Vertreterin der Mürzer Bäuerinnen. In dieser sehr außergewöhnlichen Zeit möchte ich euch ein paar Infos über die Landwirtschaft geben. Es scheint ja alles still zu stehen. Das ist bei uns in der Landwirtschaft gar nicht so. Gerade jetzt, wo es grün wird draußen, beginnt die Feldarbeit erst richtig zu laufen. Im Wald brummen die Motorsägen, es wird trotzdem in der Früh und auf die Nacht in Stall gegangen, die Herren legen weiter ihre Eier. Wir produzieren in voller Frische und in hoher Qualität weiter. Die Milch wird weiter abgeliefert an die Molkereien, um die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten zu können. Aber auch wir Direktvermarkter produzieren weiter, um euch in der Region versorgen zu können. Ich würde euch bitten, im Namen aller Direktvermarkter, hält euren Direktvermarktern die Treue, macht vielleicht telefonische Vorbestellungen, ballt euch nicht in den Läden vor der Kasse, sondern geht einzeln in die Läden rein, wühlt nicht in den Produkten, lasst es euch von der Bäuerin oder von der Verkäuferin rüberreichen und mit ein paar kurzen Worte verabschieden wir uns wieder und gehen wieder heim. Das Naturgut Mürz hat leider nicht offen, dadurch sie ja in den Räumlichkeiten der Stadtwerke liegt, die wo sie auch leider zusperren haben müssen, wird es in den nächsten zwei Mittwochen kein Bauernladen Naturgut geben. Aber sobald sich da was ändert, wird ihr natürlich informiert. Ja, ich wünsche euch trotz allem eine gesunde, schöne, ruhige Zeit. Und ich hoffe, wenn wir uns alle an die strengen Richtlinien der Regierung halten, dass wir uns in ein paar Wochen wieder in voller Frische sehen und ein bisschen länger trutschen können. Ich wünsche euch was. Vielen Dank. Liebe Freunde des Mürzer Bauernmarktes, wir haben weiterhin jeden Samstag für Sie geöffnet. Bleiben Sie gesund. Grüß euch, liebe Kunden des Mürzer Bauernmarktes. Wir bereiten wieder vor. Am Samstag ist der Mürzer Bauernmarkt wieder wie gewohnt. Wie Abstand zu halten, wie es uns empfohlen wird. Ich hoffe, es kommen viele Kunden und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und bis zum Samstag am Markt. Ganz liebe Grüße aus dem Ganztal, eure Familie Rinhofer von Steinbüsser. Mürz macht Info läuft auf dem Kanal im Kabelnetz, wo normalerweise die Bilder aus der Stadt zu sehen sind. Informieren Sie sich auch im Internet unter YouTube Mürz macht Info gemeinsam gegen Corona. Schauen Sie zu, bleiben Sie zu Hause und vor allem bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.